Liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Video bei Becker Electric. Nach einem Monat haben wir kein Video leider gemacht, einen Monat lang, weil der Kollege, der für die Videos verantwortlich war, hat leider aufgehört. Und wir haben warten müssen, bis wir einen neuen haben. Der liebe Andrea ist jetzt da. Wir werden die Videos mit ihr machen und wir fangen gleich mit einem neuen Format an. Ich werde mir hier einen Kaffee runterlassen, weil ich extremer Kaffee-Liebhaber bin einfach. Und einfach dann die Autos durchgehen, die heute in der Werkstatt sind und ein bisschen drüber quatschen, was wird gemacht und so weiter. Also, los geht's. So, und wir fangen an mit dem E46. Eigentlich ein sehr seltenes Auto. Also dieses Auto, wir haben letztens eine Diskussion gehabt mit einem Kollegen, weil wir haben dieses Jahr, 2021 ist, nur einen E46 hier bei uns gehabt als Kunden. Weil das ist kein Kunde, dieser E46, der gehört mir, den habe ich einfach so spaßhalber gekauft. Warum habe ich den gekauft? Weil wir eigentlich ein Projektauto brauchen unbedingt. Meine Vorstellung ist es eigentlich ein älteres. Ich hätte eher einen E30 gedacht, aber ich habe mal einen E46 genommen, weil wir einfach ein Zukunftsauto machen wollen mit einem E30 oder sonst irgendwas. Den E46 habe ich jetzt wirklich nur gekauft, damit wir ein paar Sachen herzeigen und ein paar Sachen umbauen und so weiter. Wird auch nicht straßenzulässig sein. Was ist also in Österreich nicht möglich, irgendein Auto umzubauen mit Straßenzulassung. Das ist gut, Militärstreifenkontrolle. Warum halten Sie mir auf? Weil das Spiegel ist. Also machen wir es einfach ohne Straßenzulassung, ist ja überhaupt kein Problem. Und reden wir kurz, was machen wir bei dem? Also hier reden wir kurz über die Scheinwerfer. Die Scheinwerfer hier sind Nachbauscheinwerfer, zwar mit Angel-Eyes. Der E46, egal welcher, ob Coupé, sonst irgendwas, Limo, Facelift, Vorfacelift, der hat keine Angel-Eyes gehabt. Das sind Nachbauscheinwerfer mit Angel-Eyes-Ringen und Prüfzeichen. Okay, Prüfzeichen für uns ein Fremdwort, ich weiß. Und gefallen mir die Scheinwerfer? Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, mich fuckt es ab einfach. Es wäre schön, es wäre wirklich schön, wenn es da nicht so abgekattet wäre. Siehst du es, Andrea? Kannst du das sehen? Es ist so, der Ring ist abgekattet. Es ist kein Ring. Es ist nicht wirklich ein Ring. Und das fuckt mich ein bisschen ab. Es sind noch Halogenscheinwerfer, obwohl er hier die Waschdüsenvorbereitung hat und so weiter. Das sind Halogenscheinwerfer. Bringt mich auf die Idee, neue Scheinwerfer zu kaufen, weil Halogenscheinwerfer kosten einfach gar nichts für den. Ich glaube, 150 das Stück. Mit 300 Euro haben neue Scheinwerfer. Die baue ich dann um. Mit BLED-Linsen, unseren Ringen, die wirklich dann wirklich rund sind und weiß leuchten. Und die kann ich dann einbauen. Ich habe ja noch ein E46 Cabrio 330 CI Facelift. Genau wie der, nur in Cabrio halt und Benziner. Bei dem mache ich auch Scheinwerfer. BLED-Linsen, die habe ich dort drinnen im Shop. Ich warte aber noch immer auf die Linsen für das Fernlicht und auf die Ringe. Weil Ringe sind Sonderanfertigung und auf die warte ich leider noch immer. Da muss er lackiert werden, also bringt sich eh nichts, wenn ich jetzt die Scheinwerfer mache, aber da muss er lackiert werden und das dauert halt leider noch. Ich meine, wir haben jetzt Mai, eigentlich im März hätte er fertig werden müssen, weil ich meine, momentan passt das Wetter gar nicht, aber normal im Mai ist schon schön, da kann man schon mit dem Kabel nochmal rumfahren. Ist leider nicht der Fall, dass er Juni, Juli, irgendwann dann werden wir das machen. So, was werden wir noch bei dem machen? Ich fange ganz langsam an, wirklich. Ich werde ganz langsam anfangen mit der Dachobeleuchtung. Die Dachobeleuchtung ist halt orange und was soll ich sagen, die gefällt mir jetzt nicht so. Man kann das viel besser machen, vielleicht mit einer ganz dezenten weißen Beleuchtung, rote Zeiger. Das passt wieder mit den anderen Tastenknöpfen, weil die anderen Tastenknöpfe werde ich bei dem Auto wahrscheinlich nicht umbauen. Das habe ich bei meinem Cabrio gemacht. Bei dem werde ich es jetzt nicht machen. Und dann muss ein Tacho her, was mit den Knöpfen harmoniert. Sagen wir mal harmoniert, okay? Und die Knöpfe sind orange, da ist es sehr angebracht, wenn man rote Zeiger und den Bildschirm eventuell auch in rot umbaut. Schaut gut aus. Wahrscheinlich werde ich das machen. Oder ich mache gelbe Zeiger. Das sticht auch dann wieder komplett raus. Aber ich muss mir das noch überlegen. Als zweites wird 100% der Dachhimmel gemacht. Der Himmel ist eigentlich, also überzogen, weil mich die Andrea so angeschaut hat, der wird überzogen in Alcantara. Warum mache ich das? Eigentlich, er ist eh schwarz,
perfekt, wirklich. Also dieser Himmel ist BMW wirklich gelungen, da passt alles. Aber die Säulen, A-Säule, B-Säule, die lösen sich schon langsam auf. Warum? Wegen der Sonneneinstrahlung die ganze Zeit. Sind schon auch bleich geworden, leicht lila, und die müssen einfach gewechselt werden. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich finde den originalen Stoff von BMW, was oben verbaut wurde, und überziehe die Säulen, oder ich mache es gleich in Alcantara. Ich würde sagen, machen wir es gleich in Alcantara, schaut viel besser aus und edel natürlich. Natürlich muss ich schauen, was ich mit den Sonnenblenden mache, aber ich muss euch gleich sagen, wir haben sehr viele Autos schon mit Alcantara Dachhimmel bezogen und schwarze Sonnenblenden, schaut perfekt aus. Und die Überlegung jetzt, wenn der Dachhimmel schon draußen ist, mach mein Sternenhimmel ja oder nein? Was würdet ihr sagen? E46 Sternenhimmel Coupé? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht. Aber schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann können wir gerne diskutieren, ob das gut ausschaut oder nicht. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, es ist kein Alltagsauto. Es ist ein Projektauto. Okay? Bitte immer hinterher. Weil natürlich könnt ihr sagen, E46 passt ja von vorne hinten nicht, überhaupt Sportcoupé und so weiter. Aber immer Projektauto im Hinterkopf. Ihr seht die silbernen Leisten. Das sind, glaube ich, die billigsten Leisten, die es bei BMW damals gab. Die ist schon gebrochen hier. Ich habe sie, das habe ich ja gar nicht gesehen. Die habe ich bei meinem beim Cabrio, habe ich die auch, aber in Alu gebürstet. Also nicht die, also die gleichen Leisten von vor mir, aber in Alu gebürstet. Schaut extrem cool aus. Extrem cool. Und, aber die haben sehr viele Kratzer. Aber wurscht. Die will ich jetzt in Schwarz machen. Aber meine Befürchtung, also jetzt gibt es wieder zwei Möglichkeiten, Hochglanzschwarz oder Alcantara beziehen, das ist eine Möglichkeit, Name, oder Carbon, das ist die dritte Möglichkeit. Carbon hätten wir auch noch, ich würde mir nur echt Carbon eindrehen lassen oder im Notfall Wassertransferdruck, keine Folie, auf keinen Fall eine Folie. Das Problem bei Schwarz und bei Alcantara, was passiert, so der Charakter vom Innenraum geht einfach verloren. Was heißt das? Leute, allgemein diese Leisten sind ja dazu da, dass der Innenraum eine Form hat. Weißt du, dass das überhaupt, ist das jetzt gerade, ist das gewölbt, hat das jetzt eine Kante hier, eine und so weiter. Das ist ja der Charakter eigentlich vom Innenraum. Andere Farben kommen gar nicht in Frage, wirklich, weil ich bin gar kein Fan, dass man jetzt die Leisten in Rot oder Blau macht. Das zerstört irgendwie alles. Außer es gibt so Carbon, Carbonrot und so weiter. Also so die Struktur in Rot und so weiter, in Blau. Aber wenn dann was Dunkles. Das würde ich mir eher noch einreden lassen. Aber da wären wir auch wieder bei Wassertransferdruck, Echtcarbon oder Folie wieder. Aber Folie bin ich leider gar kein Fan. Gar kein Fan. Warum? Ich weiß nicht. Weißt du, überhaupt wenn es nicht gescheit foliert wird, wir machen das nicht. Mhm. Wenn es nicht gescheit foliert wird, irgendwann nach der Zeit blasen, die Folie löst sich oder sonst irgendwas. Und wenn es lackiert ist, dann ist es lackiert. Da kann nichts mehr passieren. Weißt, Wassertransferdruck, wenn es gescheit gemacht ist und so weiter, dann ist und kann nichts mehr passieren. Über dieses Auto wird es eh schon mehrere Sachen geben. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr zu den Leisten sagt, was würdet ihr machen. Wir werden viel mehr umbauen mit dem Auto, vor allem die Scheinwerfer auf jeden Fall. Innenraum muss ich mir noch überlegen, aber wir gehen weiter zu dem E90, der gleich drüben steht in der Werkstatt. Und ich muss meinen Kaffee trinken, sonst ist wieder kalt. Dieser E90 ist zu uns gekommen, ist ein N54 Motor. 335i, US-Import aber. US-Import, und hier haben wir das alte Tacho natürlich mit MPH und Fahrenheit. Der hat uns angerufen und hat gesagt, hey, könntest du uns das nicht in ganz normal EU-konform machen? Habe ich gesagt, überhaupt kein Problem. Der hat sogar aber schon ein Tacho bereit gehabt, noch leichter für uns. Aber nur, damit wir das kurz ansprechen, wenn ihr jetzt ein US-Auto importiert und das Tacho gefällt euch nicht oder vielleicht das Navi ist auch in irgendeiner anderen Sprache oder sonst irgendwas. Wir können das machen. Was kostet das? Das mal kurz so Daumen mal Pi, euch zeigen, was das kostet. Wenn wirklich nur ein US-Tacho eingebaut ist, können wir die Scheiben, wir drucken neue Scheiben, sind aber nicht original BMW, das sage ich euch gleich, weil wir drucken es ja. Wir drucken, aber schaut wirklich 1:1 aus, okay? Ist jetzt nicht so arger Unterschied. Wir drucken euch neue Scheiben, ohne MPH, nur mit KMH und es werden nur rein die Scheiben ausgetauscht und dann muss das Dach noch kodiert werden. Was muss kodiert werden? Beispiel wird vielleicht die Geschwindigkeit, die digitale, noch im Bordcomputer mit MPH angezeigt oder Tempomat und so weiter. Das muss noch kodiert werden und dann war es das schon. Kosten 200 bis 300 Euro. Wenn du aber jetzt herkommst und sagst, hey, ich habe eine EU-Tacho und das baut die mir ein und das andere US-Tacho kommt komplett raus, dann muss mehr gemacht werden, denn dann müssen die Kilometer angepasst werden, die Fahrgestellnummer angepasst werden. Da ist ein bisschen mehr Arbeit dahinter, okay? Kostet auch mehr. Dieser Kunde hat gesagt, na wenn
wir das schon machen, dann machen wir auch die Dachbeleuchtung. M-Optik, das heißt mit roten Nadeln, weißer Hintergrundbeleuchtung und so weiter. Hier sind die schwarzen Leisten in Hochglanzschwarz eingebaut. Das sind diese Leisten, sind entweder original oder lackiert, spielt auch gar keine Rolle, gell? Ob es original oder lackiert sind. Du sitzt im Auto und das ist jetzt das Problem, das ist mein Problem. Du sitzt im Auto und es ist alles schwarz, alles ist schwarz. Du siehst eigentlich hier, wird einfach mit dieser Leiste hier so gezeigt, wie lang eigentlich auch die Tür ist, vor allem beim Coupé. Es schaut cool aus, es schaut wirklich cool aus, ist keine Frage, gell? Aber dieser einfach der Charakter vom Auto, vom Innenraum geht verloren, leider. Natürlich hier, das Navi fehlt einfach. Leider, wenn wir, ich weiß nicht, was ihr euch dabei gedacht habt. Und der Kunde hat uns gefragt, wir machen das ja, wir können das ja nachrüsten. Es gibt wieder zwei Optionen, entweder original, was ich auf keinen Fall empfehle. Warum? Viel zu viel Aufwand. Also empfehle. Ihr könnt das machen, ist überhaupt kein Problem, wir machen es euch. Wir können das Cockpit raus und so weiter, alles einbauen. Viel zu viel Aufwand, viel zu teuer. Alternative von uns. Wir schneiden hier rein, mit Blende alles drum und dran, ein Multimedia-System Android. Wirklich die beste Alternative, einfach um wieder alles zu haben. Da kommt dann der iDrive-Knopf. Das ist kein iDrive-Knopf natürlich, es ist nur ein Bedienknopf für das Multimedia-System. Wir können ja nicht iDrive-Knopf sagen, iDrive ist ja von BMW, ne? Aber damit ihr versteht, was ich überhaupt meine. Wir rüsten das nach. Leute, das ist viel besser als das, was natürlich damals aktuell war. Damals, viel von damals, 2008, 9, 7, 6 und so weiter. Ich sehe klar, dass es momentan neuere und bessere Systeme gibt. Aber die beste Alternative wirklich, das zu machen, hier reinzuschneiden, 8,8 Zoll Display, bitte nicht 10,2. Warum nicht 10,2? Wir verkaufen aber keine 10,2 Displays, weil das einfach viel zu groß ist. Du kannst nicht so ein Display da reinhauen, weißt du, das geht nicht. Es muss Proportionen haben, es muss schön fürs Auge sein und so weiter. 8,8, perfekt. Perfekte Größe. Haben wir gestern erst gemacht. Können wir es einbringen, habe ich Fotos gemacht. Und wir gehen weiter zum S60. Und das ist dann das letzte Auto, gell? Bevor wir jetzt weitergehen zum S60, wollte ich eigentlich ganz am Anfang mit einem F30 anfangen. Der F30 war nicht mehr da und der hat einen Subwoofer bekommen. Und ich wollte nur kurz ansprechen, nicht original Subwoofer, gell? So ein Nachbau, den man in den Kofferraum einbaut. Und ich wollte nur kurz darüber sprechen, wie sinnvoll ist es? Wie sinnvoll ist es, ein Subwoofer, ich hoffe für den Kunden ist es okay, wenn ich mich jetzt da anlehne. Wie sinnvoll ist es bei einem BMW-Subwoofer? Es ist so eine schwierige Frage, extrem schwierig. Ich kann sie nicht beantworten, gell? Ich muss sehr subjektiv da sein. Objektiv kann ich da gar nicht. Ich würde es nicht machen, außer es schaut gut aus. Weil vor allem der Kofferraum ist sowieso abgetrennt vom Innenraum und so weiter. Ich würde es nur machen, wenn es gut ausschaut. Da gab es eine Firma, ich kann mich aber leider nicht erinnern, die habe ich auf Instagram gesehen, die hat für den Kofferraum so perfekte Subwoofer gebaut, immer für den BMW, der wirklich komplett reingepasst hat. Vor allem beim E46. Und beim E46 werde ich es machen. Ich werde es machen, auf jeden Fall. Also unbedingt auch hier Channel abonnieren, damit ihr diese Videos nicht verpasst, die noch kommen und so weiter. Werde ich auf jeden Fall machen. Ansonsten für die neuen Modelle empfehle ich lieber Geld zu investieren für eine ganze Hifi-Anlage. Also eine originale oder vielleicht eine Nachbau. E60, meine Damen und Herren, das letzte Auto. Dieser E60 hat bekommen Android Multimedia-System und die Ambientbeleuchtung. Reden wir lieber über die Ambientbeleuchtung kurz. Ambientbeleuchtung beim E60 gibt es an für die vier Türen, Fußraumbeleuchtung vorne und die LEDs am Dachhimmel, die runterleuchten, die bauen wir auch um. Warum? Nachts schimmert es dann blau oder sonst irgendwas, je nachdem, welche Farbe er genommen hat. Wir machen absichtlich das Cockpit nicht. Das wird zu unschön. Unschön ist unschön ein Wort. Sicher ist unschön ein Wort. Es ist nicht schön. Nein, es ist tatsächlich nicht schön. Und darum haben wir das gelassen, weil geht es halt nicht. Vielleicht irgendwann haben wir dann die Idee, aber ich glaube, bis wir mal die Idee haben, ist das Auto schon ausgestorben, was wir abgestorben. Auch kurze Info bitte, weil die Frage immer aufkommt. Es heißt Android Multimedia-System, koppelt sich aber auch natürlich mit iPhone und mit iOS und so weiter. Nicht mit und, sondern und mit iOS. So, kurz zur Ambientbeleuchtung, die kann man natürlich dimmen. Ganz normal, hier am Lichtschalter, beim Drehrad. Gibt es in mehreren Farben, gibt es auch mit Farbsteuerung, Multicolor-Variante, Smartphone und Fernbedienung, beide Möglichkeiten, also und, beides kriegt man. Bin ich ein Fan von der Smart? Ja, bin ich. Ich würde, kurz und knapp, ich würde nie eine Farbe machen. Warum? Wenn mir fad wird, dann wechsle ich.
Kosten, was kosten, schön, dass du fragst, kostet, ich glaube, das kostet ca. 400, zwischen 400 und 500 Euro. Die Ambientbeleuchtung dauert auch 4 Stunden, Entschuldigung, es dauert mindestens 4 bis 5 Stunden, so eine Ambientbeleuchtung nachzurüsten. Rechnen wir nach, weil du schon sagst, es ist zu teuer. 5 mal 130 Euro die Technikerstunde, sind wir bei 650 Euro ohne Material. Und wir verlangen 4 bis 500 Euro. Das ist ein Witz. Es ist tatsächlich ein Witz, weißt du, für alle, die sich aufregen über die Preise. Kurz, hops genommen. Ansonsten, die Farbsteuerung kostet dann 360 Euro mehr oder 390 Euro mehr. Warum? Mehr Arbeitsaufwand für uns, mehr Materialkosten, es ist halt teurer. Und Vorteil von der, unbedingt merken, von der Farbsteuerung, man kriegt, wenn möglich, die Griffbeleuchtung. Wenn möglich. Bei dem ist es zum Beispiel nicht möglich, okay? Dass man eine Griffbeleuchtung dazu und eine Ablagefachbeleuchtung wäre in dem Fall hier möglich. Dass man hier eine Ablagefachbeleuchtung macht und statt nur vorne Fußraum, auch hinten Fußraum. Sonst kostet der Fußraum immer, glaube ich, knappe 100 Euro mehr, um das alles nachzurüsten. So, ich glaube schon langsam hilft der Kaffee auch nicht mehr. Jetzt werde ich schon müde. Das war so ein neues Format von uns. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Dass wir immer einen Kaffee trinken. Falls du eine Kaffeefirma hast und da uns sponsern willst oder wir dich sponsern sollen, dann melde dich. Dann können wir gerne deine Bohnen herzeigen, falls es gute sind natürlich. Ansonsten, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert den Channel, um nichts zu verpassen. Alles wirklich rund um Beleuchtung, Multimedia-Systeme, Scheinwerfer und so weiter für BMW, Mercedes findet ihr hier in diesem Kanal. Folgt uns auf den sozialen Medien, sind wir extrem aktiv, Instagram, vor allem Instagram und TikTok. TikTok ist das Neue, also da sind wir auch, das geht sogar noch besser als Instagram, aber bin ich nicht so Fan, da bin ich so mehr Fan von Instagram. Auf jeden Fall, damit wir zum Ende kommen, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Adios.